schwere Blechkrieger und heißer Action bietet das Mech-Spiel Star Siege. Sie schlüpfen in der ersten von zwei Kampagnen in die Rolle eines Rebellen, der in Kampfrobotern erst gegen böse Regierungstruppen und dann gegen noch bösere Außerirdische kämpft. In der zweiten Kampagne wechseln sie auf die andere Seite und prügeln sich als Alien mit den Menschlingen. Schauplatz von Star Siege ist unser Sonnensystem. Unter anderem stampfen sie in ihrem Herk, so heißen die Metallkolosse, über den Mars, den Merkur oder die Venus. Vor Einsatzbeginn bestimmen sie, mit welchem von 24 Stahlkolossen sie in den Kampf ziehen wollen. Im Ausstattungsmenü tunen sie ihren Herk dann mit stärkeren Waffen, Schilden oder einem genaueren Zielsystem. Sie können zwar alleine in die Schlacht ziehen, aber mit ein paar Gefährten kämpft es sich besser. Bis zu drei andere Mitglieder passen in ihren Verband. Denen erteilen sie per Menü einfache Befehle und schicken sie etwa auf einen bestimmten Feind. Die stählernen Genossen kämpfen sehr effektiv. Wer einen Auftrag mal nur als Oberbefehlshaber erleben möchte, stellt sich gemütlich auf einen Hügel abseits, erteilt Kommandos und schickt seine Jungs in Richtung Feind. Ihren Herk lenken sie per Keyboard in die gewünschte Richtung. Mit der Maus drehen sie den Torso und nehmen Gegner ins Fadenkreuz. Weit entfernte Gegner können sie mit der Zoom-Funktion auch auf große Distanz treffen. In den rund 35 Missionen verteidigen sie etwa ihr Hauptquartier, schalten feindliche Stationen aus oder bringen Waffentransporte sicher zum Bestimmungsort. Das klingt allerdings komplexer als es ist. Im Spiel ist hauptsächlich Ballern gefragt. Tolle Explosionen und ein für Mech-Spiele vergleichsweise hohes Tempo sorgen für Spielspaß.